lassen wir sie mal sich in die Luft bewegen. Ja, das hat nicht funktioniert. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich rausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mein aktuelles Video anschaust. Ja, ich bin heute tatsächlich nochmal wieder rausgegangen hier an dieselbe Stelle, selber Ort, nur eine andere Zeit. Und zwar haben wir heute fantastischen Sonnenschein und da dachte ich mir, das ist natürlich perfekt hier nochmal zum Vloggen. Dann gehe ich jetzt noch mal denselben Weg lang, den ich auch schon vor ein paar Tagen hier unterwegs war. Und da hatte ich noch die Pocket 2 mit dabei. Die habe ich mir heute mal eingespart, da ich ja die Aufnahmen dann sowieso kombinieren werde. Also von der Pocket 2, der Hero 9, die jetzt gerade filmt, und natürlich von den beiden Drohnen, der Mavic Air 2 und meiner Mini 2. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Wetter hat sich etwas gebessert. Etwas ist gut. Heute scheint eigentlich schon den ganzen Tag prächtig die Sonne. Und ich bin jetzt auch ein bisschen früher dran. Letztes Mal bin ich ja hier erst um 15 Uhr losgegangen. Das war schon reichlich spät, so dass ich gerade noch die Aufnahmen mit der Hero 9 und der Pocket 2 ganz gut reinbekommen konnte. Aber dann keine Zeit mehr hatte, noch die Drohnen aufsteigen zu lassen, da in dieser Jahreszeit im Dezember hier in Deutschland kann man eigentlich schon davon ausgehen, um 16 Uhr wird schon langsam wieder dunkel. Ja, und jetzt, wie gesagt, sind wir hier wieder auf dem Weg. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass es dir Freude macht, meine Videos anzuschauen. Du kannst mir das auch sehr gerne mal zeigen, indem du einfach mal kurz auf den Like-Button drückst und vielleicht schreibst du ja auch einen kleinen Kommentar, wie dir das Video gefällt, was du vielleicht anders machen würdest oder was ich noch filmen könnte. Ja, und dann kannst du natürlich auch den Kanal abonnieren, falls du das nicht sowieso schon gemacht hast. Und dabei ist auch immer wichtig daran zu denken, dass man auch die Glocke drückt, denn nur so wirst du jedes Mal darüber benachrichtigt, sobald ich ein neues Video geladen habe. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, es geht dir gut, dass du fit bist, dass du dich nicht so runterziehen lässt von diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Wir haben ja jetzt hier bei uns schon wieder einen strikteren Lockdown, jetzt kurz vor Weihnachten. Ich muss mal schauen, eigentlich hatte ich vor, nächste Woche mit dem Otter einen Vlog zu machen, einen Überraschungsvlog, vielleicht sogar einen Livestream. Aber da er aus Sachsen kommt und da die Fallzahlen so wahnsinnig hoch sind, ist es jetzt durchaus vorstellbar, dass die Landesgrenzen abgeriegelt werden und er so gar nicht mehr rauskommt zu Weihnachten. Was natürlich auch besonders für ihn persönlich schade wäre, da er ja auch seine Eltern hier in Otterndorf, ist auch lustig, ne? Der Otter und Otterndorf, könnt ihr euch zusammenreimen, woher der Name kommt. Ja,
die wollte er natürlich zu Weihnachten besuchen. Und wenn er jetzt tatsächlich nicht rauskommt aus seinem Dresden da in Sachsen, das wäre natürlich schade. Ich wünsche mal ihm alles Gute und dass er das noch schafft. Okay. Ja, ich werde die Mavic Air 2 dann gleich als erstes starten. Hier in der Nähe des Kurparks auf diesem Weg. Heute ist noch weniger los, was natürlich der Sache sehr entgegenkommt. Dann werde ich ein paar Umgebungsaufnahmen aus der Luft machen und natürlich auch den Kurpark überfliegen. Da ist ja auch äußerst wenig zu zeigen. Ja. Ursprünglich hatte ich ja sogar vor, ein kleines Vergleichsvideo wieder zu machen, ein Comparison-Video mit der Mini 2 und der Mavic Air 2. Das hat jetzt noch nicht so ganz so gut geklappt, weil ich hatte ja das Problem mit dem Telefon. Ich habe ja nur das iPhone als Kontrollmonitor und das alleine hat natürlich nicht gereicht. Und jetzt habe ich mir noch ein wirklich billiges Android-Phone bestellt. Nur dummerweise ist das nicht kompatibel mit der App, mit der DJI Fly App, so dass ich das gar nicht mit der Drohne benutzen konnte. Naja gut, muss mal schauen. Muss ich sie halt nacheinander fliegen lassen, wenn ich wieder ein Comparison-Video machen möchte. Wenn das Wetter sich hält, würde sich natürlich auch morgen dafür anbieten. Dann könnte ich mal hier in die Küstenheide fahren. Da ist es ja auch relativ ruhig. Und dann könnte ich die beiden mal aufsteigen lassen, gegeneinander antreten lassen und dann die Vergleichswerte damit erzielen. Ja, heute ist es natürlich auch wieder relativ windig hier. Also windiger als beim letzten Mal, als ich hier unterwegs war. Ich habe diesmal das externe Lavalier-Mikrofon noch dran gemacht an mein Wireless Go von Rode und mit dem Windpuschel. Ich hoffe, dass dadurch die Windgeräusche nicht so extrem sind. Letztes Mal hatte ich ja nur das Wireless Go als externes Mikrofon für die Hero 9, für das Audio-Mod angeschlossen. Und ich habe den Windschutz nicht drauf gemacht, weil man den so leicht verlieren kann. Deswegen habe ich den weggelassen. Es war ja auch nicht so windig, aber hat sich dann leider bei den Aufnahmen im Nachhinein herausgestellt, dass doch die Qualität nicht so berauschend war. Also auch mit dem Rode Wireless Go sollte man schon immer einen Windschutz auch drauf befestigen. Vielleicht werde ich mir den mal etwas dauerhafter darauf befestigen können, vielleicht mit Gummiband oder so, dass ich das nicht immer so verlieren kann. Okay, jetzt haben wir hier den ersten Startplatz erreicht. Hier ist relativ ruhig, da werde ich mich jetzt gleich mal hinbewegen. Ich werde die Hero 9 noch weiter laufen lassen. Die mache ich da auf das kleine Geländer, werde ich die befestigen. Und dann kann ich auch gleichzeitig noch ein bisschen kommentieren, wenn ich so fliege. Ja, dann möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Es geht jetzt natürlich noch gleich weiter mit den Luftaufnahmen. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Okay, dann habe ich jetzt die Hero 9 da angebracht auf dem kleinen Geländer, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und jetzt werde ich mal die Mavic Air 2 fertig machen, startklar machen. Ja, dann steht einem Start eigentlich nichts mehr im Wege. Da hinten ist nur eine Möwe, hier ist nichts. Dann lassen wir sie mal sich in die Luft bewegen. Ja, das hat nicht funktioniert. Das war der Vorführeffekt, scheiße. Das ist leicht abgeschrägt, diese Bank, deswegen hat das nicht geklappt. Okay, Fehler. Sichtsensoren. Ich mache sie einfach mal wieder aus. Das war natürlich klasse, dass das jetzt gerade passieren musste, während ich hier euch das zeigen möchte.
dann lasse ich sie jetzt doch mal aus meiner Hand starten. Ich denke, das ist die sichere Option. Ist natürlich immer ein bisschen fummelig. Mit der Mini geht das besser, weil ich die Mini natürlich von der Größe her direkt ganz anders handeln kann. Das ist dann schon ein bisschen besser. Ja, Aufnahme läuft soweit. Okay, und dann können wir jetzt einmal aus der Hand starten. Ich hoffe, das geht etwas unfallfreier ab. Okay. Ja, wunderbar. Das klappt doch schon mal. Mach sie mal auf den Sportmodus, so dass ich ein bisschen weiter näher ranfliegen kann an die Hero 9 jetzt. Ja, dann kriegt ihr das auch noch mal schön drauf hier. Okay, sehr schön. Dann kann ich mich wieder setzen. Ja. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier noch filmen können. Da vorne ist jetzt die neugierige Möwe. Die kommt auch tatsächlich näher. Ich fliege mal drauf zu. Die hat also absolut keine Angst vor der R2. Nein, sie sucht fleißig ihr Futter. Okay. Möwe filmen. Kleine Möwe. Ich tue dir nichts und die Mavic Air auch nicht. Ja, interessantes Motiv. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mal die Möwe verfolgen langsam. Möwe, Möwe, jetzt haut sie ab. Ja, jetzt fliegt sie. Dann wollen wir auch mal uns in die Luft bewegen und ein paar Aufnahmen machen hier. Dann machen wir uns erstmal selber filmen. Ja, da bin ich. Bisschen entfernen. Allzu viel kommentieren werde ich jetzt nicht weiter, damit ich mich auf die Aufnahmen konzentrieren kann. We'll be right back.
Tja, und dann sind wir wieder sicher gelandet. Und ansonsten bleibt mir nur, mich erstmal ganz herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ja, und sonst bleibt alle gesund, habt viel Spaß, unternehmt was Schönes, so wie ich hier heute wieder, draußen in Cuxhaven. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, euer Matthias.